Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ein neuer Tag. Wir haben unseren letzten Hafen erreicht, Gran Canaria. Es ist wieder super schönes Wetter. Wir haben aktuell 22 Grad. Heute ist unser letzter Tag. Wir reisen morgen ab. Und ich habe gerade schon angefangen, Koffer zu packen, mich ein bisschen zu sortieren. Es ist auch schon wieder super spät. Ich habe ehrlicherweise bis 10 Uhr geschlafen, habe mir dann die Haare gewaschen. Die sind auch noch ein bisschen nass. Wir haben inzwischen schon kurz nach 12. Also ich werde gleich direkt Mittagessen gehen. Ich habe gerade beim Packen wieder das süße Entchen hier entdeckt, das ich bei Steuerbord vs. Backbord als Trostpreis bekommen habe. Das ist so süß. Rote Witz, ich glaube, ich werde das jetzt wirklich immer mitnehmen. Ja, der Hafen hier sieht gar nicht mal so schön aus. Ich glaube aber, dass Gran Canaria generell sehr schön ist. Ich war schon mal hier, allerdings in so einem klassischen All-Inclusive-Urlaub in Maspalomas, wo auch die Dünen sind. Da gibt es übrigens auch einen AIDA-Ausflug hin, habe ich gesehen. Aber ich glaube, dass wir heute ganz entspannt machen. Ich muss einmal vom Bord gehen und noch zu so einem Lotteria-Stand. Ich muss nämlich noch ein paar weitere Lottolose für die Weihnachtslotterie El Gordo besorgen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Also ich glaube, Gran Canaria ist generell eine super schöne Insel, aber dafür müsste man wahrscheinlich ein Auto nehmen oder so ein bisschen weiter wegfahren. Hier ist auf jeden Fall eine große Baustelle. Da unten kommen schon ein paar Leute wieder zurück an Bord, die scheinbar unten waren. Wow, guckt euch bitte das Schiff mal an, diese goldenen Odyssee, diese Yacht. Ich habe auf jeden Fall gestern endlich mal hier die Hängematte ausgefahren. Hier lag ich nämlich diesen Urlaub noch gar nicht. Und das werde ich heute auch noch ein bisschen machen. Egal was passiert, ich nehme euch mit durch den Tag. Und dieses Video endet dann auch tatsächlich morgen früh mit meiner Abreise. Also es ist das letzte Video dieser Reihe. Und ich sage jetzt schon mal danke für das ganze Zuschauen. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, das alles zu drehen. Es wird mir auch super viel Spaß machen, das die nächsten Wochen zu schneiden. Man kann sich immer gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist, glaube ich, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ich aus dem Urlaub komme, ich habe so unfassbar viele Gigabyte voll mit Videomaterial. Und das läuft dann immer so ab, ich komme aus dem Urlaub und dann schneide ich eigentlich in der Woche ein Video. Ich arbeite immer so bis 17, 18 Uhr und dann schneide ich eigentlich wirklich jeden Abend, um ein Video die Woche zu veröffentlichen. Aber es macht mir so viel Spaß. Ich freue mich jetzt schon total, dass ich die nächsten Wochen wieder sehr, sehr viel zu schneiden habe und ihr mich dann auf dieser Reise begleitet. Also, ich verlasse jetzt mal in die Kabine und starte den Tag. Ich bin jetzt im Marktrestaurant und habe gegrillten Seelachs, Schweinegeschnetzeltes mit Nudeln, grünen Spargel und Champignons. Das ist ja so entspannt, mal am Landtag richtig Mittag zu essen. Es ist so leer hier, also voll schön. Ich glaube, die meisten Leute sind auf jeden Fall gerade auf ihren Ausflügen und erkunden Gran Canaria. Und das Mittagessen war richtig lecker. Also ich bin echt begeistert und ich werde mir jetzt auch noch Dessert holen und guck mal, ob ich noch ein bisschen Obst finde. Gerade zum ersten Mal, dass hier Geldautomaten stehen. Ich kenne das bisher nur von der Rezeption, dass man sich da Geld abholen kann. Hallo und herzlich willkommen auf Gran Canaria. Ich bin inzwischen vom Schiff gegangen. Ganz viele Leute kommen aber gerade auch schon wieder zurück. Das spricht auch wieder so ein bisschen dafür, dass wahrscheinlich ohne Auto hier nicht so viel geht. Ich laufe jetzt aber einfach mal aus dem Hafen und schaue mich mal ein bisschen um. Wenn man hier rausläuft, dann stehen da vorne auch wieder so Hop-on-Hop-off-Busse. Die gibt es ja auch wirklich überall. In jedem Land, in jeder Stadt irgendwie. Hier ist das Schiff und hier ist auch direkt ein Shopping-Center für die Leute, die es interessiert. Ist auf jeden Fall direkt vorm Schiff eins.
das immer wieder verrückt, wie das hier mit den Kabeln so ist überall. Also, dass das so funktioniert, dass die einfach so außen hängen. Aber das ist ja echt in super vielen Ländern so. Und irgendwie scheint das ja auch gut zu gehen. Nachdem der erste zu hatte, habe ich jetzt noch einen Lottoladen gefunden. Und der hat auf. Ich bin jetzt noch zum Castillo de la Luz gelaufen, weil das ganz in der Nähe war. Das ist ein Schloss, glaube ich. Ich laufe jetzt mal rein. Schau mir das mal an. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, um sich das hier anzuschauen. Ich gucke mir die Burg jetzt nicht von innen an. Die sah auf Google nicht so super nice aus. Auch wenn es jetzt nicht so teuer ist, aber wir haben inzwischen 3:15 und ich laufe jetzt lieber wieder Richtung zurück aufs Schiff, weil wir da schon bestimmt auch nochmal, keine Ahnung, ob wir jetzt nochmal eine halbe Stunde gehen oder ob es ein bisschen kürzer wird, auf jeden Fall ein bisschen muss ich noch gehen. Hier sind übrigens so viele Baustellen aktuell, also auch für Fußgänger, man muss dauernd Umleitungen gehen. Hier hinter mir ist auch wieder ein Haus, das gerade hochgezogen oder zumindest fernsaniert wird, aber das sieht schon fast aus wie Neubau. Aber ich glaube, die machen jetzt auch langsam alle mal Siesta. Also eigentlich ist das Schiff echt nicht weit weg, aber hier sind halt überall Baustellen und deshalb muss man doch den einen oder anderen Umweg hier in Kauf nehmen. Ich bin jetzt noch kurz in den Levi's-Laden gegangen hier in der Shopping Mall und schaue hier mal ein bisschen. Ich dachte, ich probiere mal eine Hose an, aber das ist die kleinste Größe und die ist zu groß. Obwohl ich die an sich echt cool finde. Aber ich habe da auch irgendwie gar keine Figur drin. Hier ist so ein Bitcoin-Automat, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich kenne das nur, dass man die, also ich habe zum Beispiel Bitcoins bei Trade Republic. Ja, verrückt. Also McDonald's ist hier günstiger als bei uns. Mac-Menü mit einem Big Mac für 4,95 €, yay. Ich bin wieder auf meiner Kabine inzwischen, habe mich kurz ausgeruht und ich habe mir nochmal die Haare ein bisschen gemacht. Also ich mache die gleich auf, so sieht es ziemlich kacke aus, aber egal. Ich habe eben gesehen, dass wir wieder ein Herz an Bord Zettel auf der Kabine hatten. Dabei waren dann auch noch 2 Schokoherzchen, wo dann nochmal darauf hingewiesen wird, dass hier gerade Herz an Bord gedreht wird. Dass es auf dieser Reise ein Public Viewing gibt oder mehrere Public Viewings, um die erste Staffel nochmal zu sehen, wer sie noch nicht kennt. Und dass hier 4 Single-Frauen die Liebe ihres Lebens suchen. Was irgendwie ziemlich mies ist, wenn man als Mann mitmacht und man wird rausgewählt von der Frau, dann muss man wohl tatsächlich am nächsten Hafen aussteigen. Zumindest steht das so auf diesem Zettel. Das ist ja echt blöd. Naja, ich creme mich jetzt mal ein und dann schminke ich mich und dann gehe ich mal raus und guck mal, wo ich mich hinsetze. Bisschen Tageslicht haben wir ja noch. Und dann muss ich mir mal überlegen, wo ich nachher zu Abend esse. Ich war ja jetzt gar nicht im Beach House und eigentlich wurde mir das von so vielen Leuten empfohlen, dass man unbedingt im Beach House essen soll, dass das Essen da so toll ist. Ja, mal sehen, ob ich vielleicht spontan Platz kriege nachher, ob ich es überhaupt versuche. Aber ihr werdet es ja sehen. Inzwischen bin ich richtig gut vorangekommen mit meinem Packen. Da ist eigentlich schon fast alles drin. Nur meine ganze Wäsche muss ich da noch irgendwie reinstopfen. Und dann ist das nachher nicht mehr so viel. Wir müssen bis um Mitternacht die Koffer vor die Tür gestellt haben. Das war sonst immer 2 Uhr. Jetzt ist es hier auf jeden Fall Mitternacht. Dann werden die nämlich morgen früh in den Hafen gebracht, also ins Hafenterminal. Da müssen wir die Koffer nicht selbst tragen. Und dann lässt man sich einfach noch ein paar Sachen draußen, die man dann noch morgen früh zum Duschen braucht, Zähne putzen und ja, das, was ich halt morgen anziehen möchte. Das sollte man bedenken, dass man sich da halt ein paar Sachen noch übrig lässt. Und
Und dann habe ich auch schon auf den Abreiseinfos gelesen, dass für Individualabreisende, was ich ja bin, ich habe die Flüge einzeln gebucht, die Koffer nur bis 16 Uhr im Hafenterminal bereitstehen. Also bis dahin müssen wir dann spätestens runter. Generell mal zur Abreise morgen. Es ist so, dass wir um 9 Uhr die Kabine räumen müssen. Und normalerweise muss man als Individualreisender um 11 Uhr von Bord gehen. Ich habe aber noch einen Tagesaufenthalt für uns gebucht. Der kostet 25 Euro pro Person. Und dann dürfen wir halt bis 17 Uhr hier bleiben. Obwohl das nicht ganz so viel Sinn macht, weil spätestens um 16 Uhr müssen wir ja die Koffer geholt haben. Das passt aber tatsächlich zeitlich ganz gut, denn wir fliegen morgen Abend um 19 Uhr oder 19.10 Uhr um den Dreh. Und dann, ja, denke ich mal, gehen wir einfach so um 3:30, 3:45 von Bord. Unsere Koffer holen, schauen, dass wir ein Taxi organisiert bekommen. Ich habe schon in den Abreiseinfos gelesen, dass das Taxi ungefähr 40 Euro kosten soll und die Fahrt wohl so 25 Minuten zum Flughafen dauert. Dann machen wir uns dann auf den Weg Richtung Flughafen und ich schätze mal, wenn wir vielleicht noch ein bisschen Wartezeit einplanen, dass wir dann allerspätestens um 17 Uhr am Flughafen sein sollten und dann sind wir immer noch früh genug da. So viel dazu. Das heißt, ich werde dann nachher noch den allerletzten Rest einpacken, noch meine Wäsche irgendwie im Koffer verteilen, sodass alles passt. Und dann bin ich auch soweit ready und werde jetzt noch mal ein bisschen an Deck gehen, beziehungsweise ich laufe zuerst mal zu Brot und Stulle, weil da gibt es so leckeren Schokokuchen. Also wenn ihr hier seid und ihr seid auch so Schokofanatiker wie ich, der Brownie da ist super. Den werde ich mir jetzt gleich holen. Und dann suche ich mir ein schönes Plätzchen, um noch die restliche Dreiviertelstunde ungefähr Sonne zu genießen, bevor sie dann untergegangen ist. Mein Buch und mein Ein-Personen-Spiel nehme ich mir auch mal mit. Und einen dünnen Pulli habe ich mir auch mal eben drüber gezogen, denn ich weiß ja, sobald die Sonne weg ist, wird es immer ein bisschen kühler. Aus meinem Schokokuchen ist gerade noch eine Currywurst vorab geworden, weil ich doch ein bisschen Hunger habe. Ich habe mich jetzt in so eine Muschel hier in der Nähe vom Beach Club gelegt. Es tröpfelt nämlich auch so ein bisschen und hier bin ich ganz gut geschützt. Und das hier ist mein Ausblick im Moment. Ich habe vor einigen Wochen mal darum gebeten, mir auf YouTube und auf Instagram Fragen zu stellen, also wenn Fragen existieren, und ich wollte die einmal beantworten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt überlegt, ein einzelnes Frage-Antwort-Video zu machen oder vielleicht auch mal einen Livestream zu machen, aber ich baue das jetzt einfach mal hier im Video ein. Und deshalb kommen jetzt eure Fragen aus der Community und meine Antworten. Ich habe die rausgesucht, die am meisten gestellt wurden. Eine Frage war, hast du auch mal vor, auf mein Schiff zu gehen? Ich werde mit Sicherheit noch andere Reedereien ausprobieren und mein Schiff würde ich auch gerne mal sehen. Die Schiffe sehen ja auch richtig toll aus. Die haben ja auch immer so einen großen Pool, das finde ich ganz cool. Bisher bin ich aber einfach sehr, sehr gerne auf AIDA und traue mich noch nicht so richtig, was anderes auszuprobieren, weil meine Urlaubstage ja doch begrenzt sind. Und ich einfach mag, dass das hier so ein Clubschiff ist. Ich weiß nicht ganz, wie das bei meinem Schiff ist. Ich habe öfters mal gehört, dass es da etwas ruhiger und gediegener ist und da ein bisschen weniger mit Partys ist und so. Ich wette, dass einige meiner Zuschauer schon auf meinem Schiff waren. Und wenn ihr mein Schiff schon kennt und damit unterwegs wart, dann sagt mir doch sehr gerne mal, wie ihr das seht. Ich würde da sehr gerne mal in den Austausch mit euch gehen und hören, was ihr dazu sagt. Ich glaube, im Hintergrund ist es teilweise ein bisschen lauter, weil über mir Shuffleboard gespielt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Dann habe ich die Frage bekommen, wie bist du dazu gekommen, Kreuzfahrten zu machen? Und war es reiner Zufall, dass es AIDA geworden ist? Oder aus welchem Grund hast du AIDA ausgesucht? Das liegt daran, dass damals mein Freund mit seiner Familie als Jugendlicher schon öfters mal auf der AIDA Kreuzfahrten gemacht hat und dann irgendwann zu mir meinte, er würde gerne mal wieder eine Kreuzfahrt machen und er würde sehr gerne in die Karibik. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, eine Kreuzfahrt, sind da nicht nur Rentner, ist das nicht voll langweilig? Ist mir da nicht die ganze Zeit schlecht, weil ich seekrank werde? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe mir Videos auf YouTube angeguckt, wie das so aussieht, wie so eine Kreuzfahrt eigentlich abläuft. Ich hatte da gar keine Vorstellung von. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, dann machen wir das und probieren das mal aus. Und ja, deshalb war es dann AIDA. Und AIDA hat mir einfach super gefallen. Und deshalb ist es auch bisher AIDA geblieben. Dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Mit wem verreist du immer? Man sieht nie, wer dabei ist. Wer reist immer mit dir? Ganz unterschiedlich tatsächlich. Ich bin meistens mit Freunden unterwegs. Ich bin jetzt zum Beispiel im Winter auf einer kleinen Flusskreuzfahrt auch mal mit meiner Mama. Das variiert immer. Ich reise nicht immer mit ein und derselben Person. Und ich möchte meine Reisebegleitungen auch nicht so in den Vordergrund holen. Und die möchten das in der Regel selber auch nicht. Also wenn ihr ganz aufmerksam guckt,
dann seht ihr ab und zu mal ein paar Freunde von mir im Bild zum Beispiel. Aber sehr aktiv sind die da nicht in meinen Videos, was ich jetzt aber auch gar nicht so schlecht finde, weil das mein Kanal ist und ich gerne zeigen möchte, was ich zeigen möchte. Und sobald ich natürlich andere mit ins Boot hole, würde ich mich natürlich auch mit denen ganz genau absprechen, was möchten die, was zu sehen ist, was möchten die, was nicht zu sehen ist. Ja, da macht man sich dann doch ein bisschen abhängiger auch von. Und das finde ich dann nicht so cool, weil es sowieso schon sehr viel Aufwand ist, alles zu schneiden und das ganze Material zu sichten und sich da genau auszusuchen, was man zeigen möchte und was nicht. Und ich finde es dann ganz cool, dass ich mich mit niemandem absprechen muss. Und dass ich dann auch nicht das Problem habe, dass mir zum Beispiel irgendwann jemand sagt, hey, ich möchte jetzt doch nicht mehr in dem Video sein, kannst du das bitte offline stellen oder so. Und in diese Situation möchte ich nicht kommen. Und deshalb sieht man auch keine anderen Personen großartig, außer mal so ganz beiläufig. Das ist der Grund. Was gefällt dir an Köln? Oh, jetzt haben wir mal eine Nicht-Schiffsfrage. Was gefällt dir in Köln am besten? Liebe Grüße aus Bonn. Ja, ich komme aus Köln, für alle, die es noch nicht wissen. Und ich liebe Köln auch sehr. Ich weiß, dass Köln nicht unbedingt die allerschönste Stadt ist, aber was mir in Köln am besten gefällt, ist die Mentalität und sind die Menschen, dass Köln bunt ist, dass Köln offen ist, dass Köln tolerant ist und ja, das ist das, was mir in Köln am besten gefällt. Nochmal eine Frage, die sich nicht auf Schiffe bezieht. Wieso gibt es keinen Fashion-Content mehr, beziehungsweise wieso wurden die Videos gelöscht? Ich habe früher oft Zalando-Hauls und sowas gemacht und habe dann irgendwie gezeigt, wie ich Klamotten anprobiere. Als ich noch nicht so ganz meinen Pfad gefunden habe und noch nicht auf ein Thema so richtig spezialisiert war, sondern einfach immer wieder was anderes gemacht habe, da waren dann halt viele Zalando-Hauls dabei. Und ich habe, glaube ich, 2 oder so wieder online gestellt. Aber prinzipiell hatte ich die offline gestellt, weil die einfach nicht mehr in den Content gepasst haben. Also ja, weil es bei mir halt einfach um Kreuzfahrten und um Reisen inzwischen geht. Ich will nicht ausschließen, dass da nicht auch mal was anderes noch mit reinrutscht. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr davon was sehen wollt, 1-2 Videos sind inzwischen wieder online. Aber generell geht es hier halt inzwischen um andere Themen. Das Bild hat sich jetzt bestimmt ein bisschen verändert, weil ich einmal auf mein Handy umschwenken musste. Der Akku von meiner Kamera ist gerade leer gegangen und ich habe jetzt keine Lust, auf die Kabine zu laufen und den zu wechseln. Deshalb geht es einmal so weiter. Die nächste Frage ist, warum ich Kreuzfahrten mache. Ja. Da könnt ihr entweder meine Vlogs gucken, da kommen immer mal wieder so die Pro-Argumente raus. Ich habe aber auch ein Video gemacht über Pros und Kontras zum Thema Kreuzfahrten. Da spreche ich auch darüber. Also ganz klare Pros sind für mich, dass ich viele Ziele in kurzer Zeit sehen kann. Mir ist sehr schnell langweilig. Ich möchte sehr gerne sehr viel von der Welt sehen. Und das ist mit einem normalen 9-to-5-Job und 6 Wochen Urlaub natürlich nicht so einfach. Und da passt das ganz gut. Ich liebe es, dass ich immer so mein sicheres Zuhause mit dabei habe und dass man gerade auf dem Schiff einfach ganz easy mit anderen Leuten connecten kann. Und das sind so die Hauptargumente, warum mir das so gut gefällt. Dann wurde ich gefragt, welche Route ich noch gerne fahren möchte, abgesehen vom Indischen Ozean. Die habe ich auch schon gebucht, die Reise. Da gibt es super, super viele. Also ich möchte auf jeden Fall nochmal Norwegen irgendwann machen. Da gibt es ja verschiedene Routen in Norwegen. Ich möchte immer wieder in die Karibik. Ich habe ja die Tour Karibische Inseln mit der Perla schon 2-mal gemacht. Ich werde die sicherlich auch noch ein 3. Mal, früher oder später, machen. Es gibt aber auch noch andere Touren in der Karibik, wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, die mal zu machen. Gerade auf dieser Tour wurde mir immer wieder gesagt, dass man unbedingt mit der Aida Blue mal die Adria-Tour machen sollte. Also ja, es gibt da wirklich einige Routen, die ich noch sehen möchte oder auch einfach nochmal sehen möchte. Dann wurde ich gefragt, was mein absoluter Highlight-Hafen auf all meinen Kreuzfahrten war. Und es ist sehr, sehr schwierig, sich da auf einen einzigen festzulegen. Das kann ich auch gar nicht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, in Norwegen war Geiranger mega toll, Eidfjord war richtig toll. Auf dieser Tour fand ich Madeira richtig toll. Ich fand Lissabon super. Und in der Karibik kann ich mich gar nicht entscheiden. Da waren so viele tolle Orte dabei. Ich fand St. Vincent super. Ich mochte St. Lucia gerne, Guadeloupe. Oh Leute, ich kann mich da echt nicht festlegen. Aber ich kann euch sagen, die schönsten Einfahrten waren auf jeden Fall Geiranger und Lissabon. Boah, übrigens in La Romana, in der Dominikanischen Republik, ist tatsächlich der Hafen an sich auch richtig toll. Ich denke, dass damit eher so das ganze Ziel gemeint ist, wenn ihr danach fragt.
Aber da ist der Hafen richtig nice. Da gibt es einfach einen Pool im Hafen. Habe ich sonst auch nirgendwo gesehen. Die nächste Frage lautet, wie hast du deine Urlaube verbracht, bevor du aufs Schiff gegangen bist? Also mit meinen Eltern war ich ganz klassisch früher immer einfach im All-Inclusive-Urlaub in irgendwelchen 3- oder 4-Sterne-Hotels, meistens in Griechenland, ganz früher auch mal in Bulgarien. Ich war halt oft in irgendwelchen Resorts. Mache ich auch zwischendurch immer noch ganz gerne. Ich mag es inzwischen aktuell aber auch sehr, sehr gerne, so ein bisschen Action im Urlaub zu haben. Ich war auch schon mal mit Freunden in einem Ferienhaus. Ich mache auch ganz gerne Städtetrips. Ich fahre auch gerne mal in einen Freizeitpark. Also ich mache jetzt nicht ausschließlich Kreuzfahrten. Witzigerweise habe ich dieses Jahr tatsächlich ausschließlich Kreuzfahrten gemacht. Aber ansonsten ist es eigentlich schon eine bunte Mischung. Also mal so ein Hotelurlaub finde ich auch toll. Ich würde auch super gerne vielleicht nächstes Jahr mal in die Berge fahren. Ich will mich da wirklich nicht nur auf Kreuzfahrten festlegen, sondern verbringe meine Freizeit da auch gerne noch mit anderen Urlauben. Ich war übrigens auch so eine, die mit 18, 19, 20, 21, 22 immer wieder am Ballermann war. Also lange ist's her. Das ist inzwischen überhaupt nicht mehr meins. Aber so begannen eigentlich so meine ersten Urlaube, die ich ohne meine Eltern gemacht habe. Was planst du für die Tour im Indischen Ozean? Seychellen, Mauritius, Madagaskar und La Réunion. Leute, wenn ich euch das jetzt zeigen würde, es ist total verrückt. Ich bin völlig bescheuert. Ich habe mir einen Reiseplan zusammengeschrieben. Wir fahren da mit 6 Leuten hin, also ich bin da mit 5 Freunden. Und ich habe eine riesige Word-Datei gemacht, wo ich jeden Tag eigentlich geplant habe, wo ich Ausflüge gebucht habe. Und so weiter und so fort. Ich habe mich jetzt auch schon um die Impfungen gekümmert und alles. Das werde ich euch dann definitiv alles noch mal genauer erzählen, wenn ich auf der Tour bin. Ich habe auf jeden Fall super viele Videos geguckt, ich habe Blog-Einträge gelesen, ich habe mich extra wieder bei Facebook angemeldet, um bei Facebook in den Gruppen zu gucken, was die Leute so empfehlen, was die wo mit welchem Anbieter machen. Und ja, ich habe tatsächlich keinen einzigen AIDA-Ausflug gebucht, sondern mich nur an Anbieter vor Ort gewandt. Ja, ich zähle euch jetzt nicht alles auf, was ich da mache, weil den meisten von euch wird das gar nichts sagen. Was auf jeden Fall ein super großes Highlight ist, ist, dass ich auf Mauritius eine Tour gebucht habe mit jemandem, der raus zu Walen und Delfinen fährt. Und mit denen kann man dann da auch schwimmen und tauchen bzw. schnorcheln. Ich glaube, dass das ein richtig großes Highlight wird. Mit dem ist eine Freundin von mir auch schon 2-mal gefahren. Und ansonsten habe ich da echt richtig nice Sachen rausgesucht, würde ich sagen. Aber ihr werdet sehen, wenn es soweit ist. Dann wurde mir die Frage gestellt, ob ich bei meinen Kreuzfahrten eher auf die Route oder auf das Schiff achte. Und die Antwort ist beides, beziehungsweise mal so, mal so. Ich habe mir jetzt die Route auf den Seychellen nicht ausgesucht, weil ich unbedingt auf die Blue möchte, sondern weil ich unbedingt die Seychellen und Co. sehen möchte. Habe mir aber zum Beispiel diese Tour vor allem ausgesucht, weil ich super gerne mal die Cosma sehen wollte. Und ja, die Route dann auch ganz cool klang. Witzig war, dass mir eine Freundin einfach auf meinen Fragesticker geantwortet hat, wann zeigst du uns wieder deine Füße? Ja. Da habt ihr mal einen kleinen Einblick, was ich teilweise für Nachrichten bekomme von irgendwelchen Fetischleuten. Ich möchte hier keine Fetische bedienen. Und wenn, dann mache ich das nicht bewusst, meine Füße zu zeigen. Ich habe auch eine Frage bekommen, wie lange ich meine Haare noch wachsen lasse, was prinzipiell eine sehr legitime Frage ist, aber diese Person folgt irgendwie ausschließlich Frauen mit sehr langen Haaren. Dann frage ich mich auch schon wieder, ist das eher wieder so eine Fetischanfrage? Schwierig. Dann wurde ich gefragt, ob ich die Kabine lieber vorne, hinten, in der Mitte habe, ob ich die lieber auf Steuerbordseite, auf Backbordseite habe und meine besten Spartipps. Boah, schwierig. Also erstmal, die Kabine habe ich am liebsten weit oben und in der Mitte. In der Mitte einfach, weil es am wenigsten schaukelt und die Wege sind einfach so am kürzesten, wenn man zentral liegt. Backbord oder Steuerbord ist mir eigentlich egal. Das kann man auch nicht so pauschal sagen, dass eine Seite jetzt die bessere ist, weil das Schiff ja immer wieder unterschiedlich anlegt. Also es liegt auch nicht in jedem Hafen immer wieder mit derselben Position, dass man jetzt sagen könnte, hey, wenn du auf St. Vincent liegst, dann musst du unbedingt auf der Seite sein, weil vielleicht ist es dann auf St. Lucia wieder anders oder aus irgendeinem Grund parkt das Schiff auf einmal rückwärts und nicht vorwärts. Also das kann man echt nicht so pauschal sagen. Das kann man sich ja sowieso nur aussuchen, wenn man Premium bucht. Wenn man jetzt Vario bucht, das mache ich ja ab und zu auch mal. Ich habe jetzt das 3. Mal Vario gebucht. Ich nehme tatsächlich meistens Premium, aber jetzt war es auch Vario. Ich hatte total viel Glück, dass ich trotzdem weit oben und in der Mitte gelandet bin. Aber an sich müsst ihr wissen, wenn ihr Vario bucht, den günstigeren Tarif, könnt
könnt ihr euch nicht aussuchen, wo die Kabine genau liegt. Ganz vorne hatte ich die Kabine auch schon mal, da hat es mir zu dolle geschaukelt. Auf der anderen Seite, gerade wenn man zum Beispiel durch die Fjorde fährt, ist es natürlich auch cool, vorne eine Kabine zu haben. Also das ist auch was, Leute, das kann man nicht pauschal sagen. Und wenn euch das Schaukeln nicht stört, ist es zum Beispiel auch cool, weit hinten zu sein und nah an den Restaurants. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Die letzte Frage ist, ob mich auch mal ein amerikanisches Schiff reizen würde. Und ich sage euch, die Antwort ist bisher nein. Also ich weiß nicht ganz, ob ich mich da so wohlfühlen würde, ob das so passt. Ich glaube, die Stimmung ist schon eine ganz andere. Die Mentalität ist eine ganz andere. Auf der anderen Seite, die Harmony of the Seas mal zu sehen oder so, wäre bestimmt auch cool. Also die hauen ja wirklich noch mal größere Kreuzfahrtschiffe raus. Da gibt es ja eine Innenkabine mit Balkon. Das ist ganz verrückt. Da haben die quasi so einen Central Park in der Mitte des Schiffes und man kann dann halt auch einen Balkon nach innen heraus haben und auf den Park gucken, statt nach draußen aufs Meer. Also das nimmt wirklich immer krassere Ausmaße an. Das war es auf jeden Fall erstmal mit den ganzen Fragen. Das ist alles, was ich mir so aufgeschrieben hatte. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, dass ich das jetzt hier mit eingebracht habe. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Tag an sich heute nicht so spannend war. Ich bin ja wirklich nur ein bisschen draußen rumgelaufen und habe da meinen Lottoladen gesucht. Deshalb habe ich gedacht, bringe ich das hier einfach mal ein und quatsch mal ein bisschen mit euch. Wo ich hier eh gerade alleine sitze, bietet sich das gut an. Ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen sitzen, vielleicht laufe ich gleich mal beim Shuffleboard vorbei und gucke mir das mal aus der Nähe an. Und dann geht es auch irgendwann mal zum Abendessen. Eigentlich wollte ich heute noch mal in einem Spezialitätenrestaurant reservieren, was aufpreispflichtig gewesen wäre. Es ist aber gar nichts mehr frei, also man kann wirklich gar nichts mehr reservieren, weder in den aufpreispflichtigen Restaurants noch in den normalen à la carte Restaurants, klar, weil natürlich viele Leute sich für den letzten Abend noch mal was gönnen. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil entweder gucke ich nachher mal, ob ich spontan noch irgendwo einen Platz kriege oder ich gehe einfach ins Buffet-Restaurant, weil ganz ehrlich, am letzten Abend ist ja immer so ein bisschen Farewell-Dinner in der Richtung. Also das wird ja immer alles ganz schön gemacht. Es gibt immer eine schöne Torte und so. Deshalb ist das auch gar kein Problem, einfach ins Marktrestaurant oder Belladonna oder so zu gehen. Nachher geht es auf die Silent Party. Die findet heute nämlich nochmal statt und die erste habe ich verpasst. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Warum war ich da nicht? Ich war auf jeden Fall wahrscheinlich wieder müde, gehe ich mal von aus. Aber heute werde ich auf die Silent Party gehen und den letzten Abend noch ein bisschen genießen. Ich habe heute übrigens auf so einer Wetteranzeige gesehen, dass wir 27 Grad in der Sonne hatten. Also heute war es echt richtig, richtig warm in der Sonne. Und jetzt, wo die Sonne untergeht, haben wir noch 20 Grad. Also es kühlt schon wieder richtig ab. Ich möchte jetzt aber noch eine Runde hier mein Puzzle Game spielen und dann werde ich tatsächlich noch mal auf die Kabine gehen, mich noch mal kurz an den Laptop setzen und ein paar Daten überspielen. So funktioniert das Spiel übrigens. Also hier wird vorgegeben, was man einlegen muss. Jetzt mal die Nummer 2, wie man diese Dinger hier anordnen muss und dann legt man die hier einmal rein. Das mache ich jetzt einmal schnell. Jetzt hat man das hier drin und dann hat man noch ein paar Steinchen übrig und muss die so anordnen, dass die hier reinpassen. Und es ist immer nur eine Möglichkeit gegeben, mit der das dann wirklich passt. Und da muss man dann so ein bisschen ausprobieren. Und ich habe es geschafft. Ich finde sowas eigentlich immer ganz entspannend, sowas mal zwischendurch zu machen. Mir macht sowas Spaß. Ich verstehe aber auch, wenn ihr das jetzt langweilig findet. Boah, irgendwie ist mir jetzt doch kalt. Ich werde mir jetzt auch noch mal schnell eine lange Hose anziehen. Noch ein letztes Mal ins Studio X und schau, wer weiß denn sowas. Heute das fünfte Mal. Gibt es jetzt irgendjemand, der noch bei gar keiner Show, also wahrscheinlich ja die neu aufgestiegen sind, klar, von denen, die schon länger hier sind, irgendjemand, der noch bei gar keiner, wer weiß denn sowas Show war? Nee? Ja, doch ein paar, alles klar. Sehr schön. Ihr kennt aber das Spiel, oder? Aus dem Fernsehen? Ja, sehr schön. Masterfrage. So, welche dieser Länder teilen die längste gemeinsame Grenze? Ist es A, Libyen und Algerien, B, Brasilien und Argentinien oder ist es C, Norwegen und Schweden? 20 Sekunden ab jetzt! So. Ihr müsst jetzt schnell eure Punkte geben. Ihr habt 20 Sekunden Zeit und keine Sekunde länger.
Zum Abschluss gibt es nochmal den Apfelkuchen im Best Burger. Ich mag den ja ultra gerne und würde euch sagen, ihr müsst den auch probieren, aber irgendwie sagen die meisten anderen, dass sie den nicht so geil finden. Mhm. Deshalb keine Ahnung, ob auf mein Wort da Verlass ist oder nicht. Club ist es immer super warm. Ich bin nämlich gerade eigentlich auf der Silent Party. Ich laufe nur noch mal schnell zu meinem Zimmer. Wir haben inzwischen 20 nach 11. Mein Koffer steht schon vor der Tür und ich werde jetzt noch schnell den Pulli ausziehen und noch in meinen Koffer stopfen, weil das echt zu warm ist. Also das ist so verrückt. Es gibt so verschiedene Klimazonen hier auf dem Schiff. So im Restaurant ist es warm, auf dem Flur ist es kalt, im Beach Club ist es richtig warm. Ja, deshalb ziehe ich das jetzt nochmal aus. Für alle, die die Silent Party noch nicht kennen, das Konzept ist so, dass drei DJs auf der Bühne stehen, die drei verschiedene Genres spielen. Man hat Kopfhörer auf, es ist also an sich total leise. Also kann man sich super unterhalten, wenn man die runternimmt. Und man kann dann entweder rot, grün oder blau hören. Also ich glaube so House, Charts und Schlager ist das oder so. Und dann kann man immer dahin schalten, wo einem die Musik gerade am besten gefällt. Und das ist immer ganz cool, weil dadurch, dass es so leise ist, wenn dann zum Beispiel ein Schlagerlied läuft oder so, dann singen halt alle dieses Lied mit und das hört man dann ganz laut, wenn man die Kopfhörer runternimmt. Jetzt, wo ich gerade kurz in der Kabine bin, zeige ich euch auch mal, wie es hier im Dunkeln aussieht. Beziehungsweise dunkel ist es hier ja nicht mit den ganzen Lichtern im Hafen. Wir haben 20 nach 1 und einen letzten Döner gibt es jetzt auch noch. Ich bin jetzt auf meiner Kabine. Wir haben inzwischen 3 Uhr, also das war ein sehr langer Abend. Wir waren erst auf der Silent Party im Beach Club. Die fand ich aber tatsächlich gar nicht mal so gut, obwohl ich ja eigentlich ein riesiger Fan von der Silent Party bin. Die war okay. Aber es war auch nicht so super voll. Und dann waren wir noch ein Döner essen unten in der Streetfood Mall. Das ist ja einfach so geil, dass man da echt bis 2 Uhr nachts was zu essen bekommt. Dann waren wir noch ganz kurz im Cube, aber eigentlich nur, um ein Wasser zu holen für die Kabine, was ich jetzt auch habe. Also das nochmal so als Tipp, ne? Man kann sich nochmal ein Wasser holen, wenn man ein Getränkepaket hat und das dann mit aufs Zimmer nehmen. Oh. Im Cube fand ich es richtig cool. Ich war da leider keine 10 Minuten drin, aber die Musik war heute richtig gut da. Und deshalb, ja, eigentlich voll schade, dass ich nicht noch was da geblieben bin. Aber irgendwie wollte sonst keiner und alleine wollte ich dann auch nicht. Und die letzten Tage war die Musik da einfach echt immer ziemlich kacke. Und heute war die echt gut, also schade. Naja, ich habe gerade noch mal 1-2 Sachen, die ich anhatte, in den Koffer gestopft, denn mein Koffer steht immer noch vor der Tür. Die mussten ja bis Mitternacht rausgestellt werden, aber meistens werden die echt erst so nachts um 3-4 Uhr abgeholt. Also eigentlich hat man da noch ein bisschen länger Zeit in der Regel. Ich habe jetzt die letzte AIDA heute in der Hand und ich möchte euch das noch mal zeigen. Die letzte AIDA heute ist nämlich immer ganz cool gemacht. Hier sieht man noch mal den Kapitän. Was ich aber immer ganz schön finde, ist hier diese Zusammenfassung, wo vor allem nochmal das Wetter aufgeführt ist. Ich bin ja so ein Wetterfreak, ich spreche ja immer über das Wetter und die Temperaturen und ihr seht hier nochmal, dass wir durchgehend tolles Wetter hatten und ganz ehrlich, hier diese paar Regentropfen, das war wirklich eher im Süden der Insel, also die Leute, die da waren, die haben den Regen voll abbekommen, aber hier hat es ja echt nur getröpfelt. Ansonsten wird in der letzten AIDA heute immer auch ein bisschen Werbung für Jobs auf AIDA gemacht und die hauen hier immer nochmal so ein paar Fakten raus, obwohl ich das Gefühl habe, dass das fast immer die gleichen sind. Ah, okay, ein paar sind anders. Also, ich lese euch mal vor. Wussten Sie, dass wir mindestens 62 verschiedene Käsesorten anbieten?
wir täglich für sie 22 verschiedene Eissorten herstellen, wir 40 verschiedene Arten Fisch aus nachhaltigen Zuchten in unseren Menüs verwenden, wir 95 verschiedene frische Gemüsesorten und mindestens 55 verschiedene Sorten Obst für sie lagern. 23.640 Minuten Entertainment, wo waren sie dabei? 1260 Minuten Schuss im Theatrium, 7200 Minuten Live-Musik, 14.820 Minuten Aktivitäten mit ihren Gastgebern, 1930 Minuten Programm im Studio X, da war ich ja bei ein paar dabei, und 25.520 Minuten Betreuung unserer kleinen Gäste. Also ich sage ja mal wieder, ich habe zwar keine Kinder, aber ich glaube, für Kinder ist so eine Kreuzfahrt hier auch schon ziemlich nice. Die kriegen auch echt viel geboten. Naja, ich würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle nicht, denn ich nehme euch morgen auch noch ein bisschen mit durch den Abreisetag. Wir müssen ja in 6 Stunden die Kabine verlassen, also werde ich wahrscheinlich nicht so ausgeschlafen sein. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen noch immer aus Gran Canaria. Heute ist Abreisetag. Wir haben inzwischen 10:45. Ich war schon frühstücken, habe die Kabine geräumt und mir jetzt noch ein Plätzchen auf einem Liegestuhl gesucht, ob die mich noch ein bisschen schlafen möchte. Ich bin nämlich total müde heute. Und ja, es ist gar nicht so einfach gewesen, Platz zu finden. Also klar, so normale Liegestühle sind schon noch frei. Aber so alle coolen Plätze, die ganzen Muscheln und Cabanas und so, sind natürlich belegt, weil jeder die Idee hatte, sich noch ein gemütliches Plätzchen zum Warten zu suchen. Ich wollte euch noch ein kleines Fazit zu Gran Canaria geben. Ich habe nämlich mit ein paar Leuten gesprochen, die gestern eine Jeep-Tour gemacht haben und die waren total begeistert von Gran Canaria. Also ich glaube wirklich, dass die Insel richtig viel zu bieten hat und man hier sehr, sehr viel schöne Natur sehen kann, was ich jetzt leider nicht so gesehen habe, weil ich halt ja nur in Hafennähe war. Ist aber auch gar nicht schlimm, aber das wollte ich euch auf jeden Fall mal gesagt haben. Dann habe ich hier an Bord schon einige Durchsagen heute gehört, bei denen es darum geht, dass der Münchner Flughafen bis morgen früh um 6 Uhr geschlossen ist und die Leute, die dahin fliegen, gerade ein kleines Problem haben. Da wird jetzt geschaut, dass die dann umgeleitet werden. Also die Flüge fallen erstmal aus. Das ist natürlich richtig blöd. Da habe ich noch Glück. In Köln schneit es gerade nicht. Und ich bin sehr gespannt, ob bei uns jetzt alles gut geht. Wir werden das Schiff auf jeden Fall so um 3:45 verlassen. Und dann hoffe ich mal, dass alles gut geht, wir guten Taxi finden und dann zum Flughafen kommen. Also eigentlich haben wir gerade nur 21 Grad. Ah, was heißt nur? Aber hier in der Sonne ist es so warm. Also es fühlt sich richtig warm an. Ich liege hier auch wieder in kurzen Sachen. Habe aber noch ein Langarm-Shirt, ein Pullover und eine Jacke hier neben mir liegen, weil ich glaube, nachher in Deutschland wird es sehr, sehr kalt. Wir haben inzwischen 13 Uhr, also immer noch einige Stunden Zeit und werden jetzt gleich mal Mittagessen gehen. Es fängt auch gerade an, so ein bisschen zu tröpfeln. Das Yachtclub-Restaurant hat auf, das Marktrestaurant, Best Burger und das Fuego. Und ich glaube, wir gucken mal im Yachtclub oder Marktrestaurant vorbei. Einfach. Ich wollte übrigens noch erzählen, dass mir auf dieser Tour Madeira und Lissabon am besten gefallen haben. Und Teneriffa. Malaga und Cadiz fand ich auch richtig toll. Und Teneriffa, Malaga und Cadiz waren auch wieder Orte, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und da finde ich es wieder sehr, sehr cool, dass ich Orte kennengelernt habe, die ich ganz toll finde, von denen ich das nicht erwartet hätte. So, ich esse jetzt mal was Warmes im Yachtclub. Bisher war ich hier nur mal zum Frühstücken. Ich habe ein paar Pommes, eine Tomate mit Gemüsereis, Nudeln mit Pesto und Mayo für die Pommes. Ich habe mir jetzt noch mal einen kleinen Teller gemacht hier. Also ich hätte auf jeden Fall schon früher mal was Warmes im Yachtclub essen sollen. Das Essen ist so lecker. Ich habe gerade erst gedacht, naja, die Auswahl ist ja gar nicht so groß wie jetzt im Markt zum Beispiel. Aber alles ist so gut gewürzt. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall auch noch was. Hier in der Rossini Bar habe ich gerade wieder das Herz an Bord Team entdeckt. Da vorne wird gerade gedreht. Hier wird gerade wieder aufgebaut und hier werden auch so ein paar Schnittbilder produziert. Das ist ganz witzig. Da laufen die Kandidaten dann halt einfach immer wieder so im Kreis auf und ab und immer wieder an der Kamera vorbei. Ja, so funktioniert das. Ey, das ist so lustig, das mit dem Dating-Format gerade mal so nah zu sehen, weil hier wirklich 5 Meter vor mir werden halt die Leute interviewt, die sich gerade kennengelernt haben, wie es war. Und die Frau kommt halt da raus und sagt, ja, ah,
der ist schon sehr langweilig und 0815 und redet sehr negativ. Und dann kommt direkt danach der Typ und ist dann so, ja, die war schon nett und starke Frau. Und boah, ey, das ist irgendwie hart. Also ich glaube, das wäre nichts für mich. Also wo ich jetzt gerade das Herz-an-Bord-Team gesehen habe, denke ich mir auch wieder, es ist ja wirklich weird, bei so einem Dating-Format mitzumachen. Also es ist nicht weird, da mitzumachen, aber es ist so eine komische Situation, weil da sitzen dann halt so 3-4 Paare, also potenzielle Paare, die sich kennenlernen und unterhalten sich. Und dann wird denen ja wahrscheinlich auch gesagt, ach, unterhaltet euch einfach, als wäre ich nicht da. Aber einen Meter vor dir sitzt halt so ein Kameramann und so ein riesiger Scheinwerfer. Also es ist schon eine sehr andere Situation, ne? Ich habe mir auf jeden Fall gerade ein neues Plätzchen gesucht nach dem Mittagessen. Ich bin auch total satt gegessen. Ich habe sogar so Schokomilchreis gegessen. Eigentlich mag ich gar keinen Milchreis, aber es ist so lecker gewesen alles. Also Yachtclub finde ich ganz toll. Man sieht mir irgendwie meine Müdigkeit an. Das wird heute auch nicht so richtig besser. Wir haben inzwischen 14 Uhr. Also so ungefähr in anderthalb Stunden werde ich vom Bord gehen. Ich bin jetzt im Theatrium auf Deck 6 und sitze hier auf so einer Fensterbank. Ich zeige euch gerade mal richtig, wie das aussieht, also voll gemütlich. Die 14 Tage sind so schnell vergangen. Also irgendwie verfliegt Urlaub immer so. Aber es ist auch Wahnsinn, was ich in diesen 2 Wochen alles sehen konnte und wie viele neue Destinationen ich erkundet habe. Es ist immer ganz verrückt. Zwischendurch fällt mir das gar nicht so einfach, das alles zu verarbeiten, dass man so viel in so kurzer Zeit sieht. Und dafür bin ich wieder sehr dankbar. Es war wirklich sehr, sehr schön hier an Bord. Der Ida Cosma ist ein ganz, ganz tolles Schiff. Mein Lieblingsschiff bleibt tatsächlich trotzdem die Perla. Ich finde, die hat einfach die perfekte Größe. Und da gibt es einfach doch noch ein paar tolle Spots, die es hier nicht gibt. Zum Beispiel der Skywalk gefällt mir da besser. Die Hemingway Lounge gefällt mir da besser. Aber auch hier gibt es super viele schöne Orte. Es war eine richtig schöne Zeit. Sobald ich dann zu Hause bin, beginnt dann das große Schneiden für mich die nächsten Wochen. Da freue ich mich sehr drauf. Beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, dann bin ich ja fertig mit dem Schneiden und produziere wahrscheinlich gerade schon den nächsten Content von der nächsten Reise. Und ich werde jetzt nur noch hier sitzen und die nächsten 1,5 Stunden abwarten, bis es dann vom Bord geht. Ich meinen Koffer am Hafenterminal abhole und dann ein Taxi besorge. Wir fliegen um 19.10 Uhr und sollen um 0.45 Uhr in Köln landen. Ich finde es eigentlich schon cooler, wenn man mittags fliegt, aber ich glaube, es geht den meisten Leuten so, wenn man einfach morgens noch entspannt frühstücken kann und dann geht es auch zum Flughafen, dann kommt man meistens nicht so ganz spät zu Hause an, weil klar, jetzt ist so ein Tag, da wartet man einfach nur ab, dass man dann los kann oder muss. Und es ist auch ein bisschen nervig, mitten in der Nacht zu Hause anzukommen. Ich mag das eigentlich immer, in Ruhe anzukommen und direkt schon mal auszupacken und eine Waschmaschine anzumachen und sowas. Aber gut, wenn ich ankomme, werde ich erstmal schlafen gehen und dann ausschlafen und dann geht's los mit dem Wäschemarathon. Deshalb würde ich sagen, passiert jetzt nicht mehr so viel hier bei mir und ich werde das Video an dieser Stelle dann auch langsam mal beenden, beziehungsweise die komplette Videoreihe. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich liebe das so, euch mitzunehmen und euch ein bisschen was zu erzählen und ich hoffe immer, dass ein bisschen was Unterhaltsames dabei ist, ein bisschen was Informatives und auch ein paar schöne Bilder. Ich versuche da mich stetig weiterzuentwickeln und dran zu arbeiten, dass das Material qualitativ einfach immer besser wird. Ich freue mich sehr, dass ihr mich begleitet. Ich weiß, dass es viele Zuschauer gibt, die sich wirklich so eine komplette Reihe angucken und dafür bin ich total dankbar. Ich freue mich immer, mit euch im Austausch zu stehen, sei es in den YouTube-Kommentaren, auf Instagram oder am allerliebsten sogar an Bord. Wenn ich Leute von euch so treffe, das ist so schön und das gibt mir so viel. Und ich freue mich total, dass es jetzt ans Schneiden geht, sobald ich zu Hause bin. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, dann habe ich einige Wochen sehr viel Schneidearbeit hinter mir. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis dann und tschüss.